Alter, was soll ich denn jetzt so machen? Er wusste schon, was seine Freunde sagen würden. Ja? Die sagen, ey, meine Güte, hier, Rahm, du hast doch 100, ja, 99 Schafe. Wenn er dem anderen schauft, dann wirst du dich doch jetzt nicht abtun. Ich meine, und das kannst du ja auch in die Berge lassen. Ja, wenn du morgen früh wieder in die Berge bist, dann findest du es garantiert wieder. Ich meine, es wird ja friedlich irgendwo grasen. Da brauchst du doch jetzt ja nichts mehr machen. Mach Feierabend. Aber der Jeder musste, hey, seine Freunde, für die war der Rudi irgendein Schaf von den 100. Aber das war sein Rudi. Er wird doch seinen Rudi nicht aus irgendwo in die Berge lassen. Ich meine, das kann doch wohl nicht sein, oder? Nee, für den Rudi, für den Hiram war klar, wenn er den Rudi nicht suchen gehen würde, dann wäre es mit dem Rudi aus. Der hatte doch keine Chance in die Berge. Ich meine, da warteten doch nur der Wolf und der Bär, dass sie einen schönen Lammbraten zum Abendessen kriegen würden, oder? Ich meine, hallo? Der Rudi, der hatte überhaupt keine Chance zum Überleben. Ohne den Hiram, ja, ohne den Hiram wäre er hoffnungslos verloren. Der ist schon im Tode geweiht. Wenn der Hiram, wenn er nicht beim Hiram ist, der hätte überhaupt keine Chance. Er musste den Rudi suchen. Und das wollte er auch, weil ihm der Rudi genauso wichtig war wie alle 99, die schon da waren. Und dann ist er losmarschiert. Er wusste schon, was die Leute sagen würden. Sag mal, Hiram, spinnst du jetzt ganz und gar? Welcher ein Schaf rennst wieder in die Berge mitten in der Nacht? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Hat sich auf den Weg gemacht, wieder die Berge hoch, ja. Mit seinem Stecken und den Fackeln in der Hand hat er gleich ein bisschen eine angezündet. Dann hat er sich wieder auf den Weg gemacht. Und dann lauschte er immer wieder, nachdem er gesagt hat, Rudi, wo bist du? Aber es war nur der Wind zu hören, der durch die Berge pfiff. Mittlerweile war es schon ganz dunkel geworden. Er ist in das eine Seitental rein und hat es ganz genau abgesucht. Aber vom Rudi keine Spur. Unser Beispiel, Geschichte von einem Hirten und Schafen. Und in der Beispielgeschichte ist der Hirte... Könnt ihr das lesen? Genau, also in der Beispielgeschichte ist der Hirte Gott, der ist genauso wie Gott. Und die Schafe sind? Wer sind die Schafe in der Beispielgeschichte? Wir. Genau. Sind? Wir. Okay, nur dass ihr Bescheid wisst, wer ist in der Geschichte. Das wird ein Fernglas hier. Ja. Aha, gut. Gut. Ja. Und was wird es zum Schluss? So ein bunter Tennisball. Lassen wir richtig rein. Ja,
Signal getan. Da pfeift er uns raus aus dem Bett hier. Oh, mein Kopf brummt doch. Ich hab gestern gefeiert, ich habe überhaupt keinen Bock zu arbeiten, aber der Papa, der will immer, dass man arbeitet und immer muss man machen, was der sagt. Geh aufs Acker und pflügen und geh auf den Acker und misten und was weiß ich, was ich alles machen soll. Wie kotzt das so reden, Mann. Kennt ihr das auch? Ja. Wenn man dauernd das machen soll, was die Eltern sagen, das nervt voll, kann ich sagen, weil ich habe echt die Schnauze voll, aber was will man machen, wenn der Alte sagt, man muss das machen, naja, dann muss man es halt machen. Ne? Naja. Söhne, kommt, wir haben heute viel vor, meine zwei Söhne, und wir müssen ganz viel arbeiten heute, damit wir im Winter auch genug zu essen haben und zu trinken haben, und damit wir Sachen verkaufen können, damit wir uns Klamotten kaufen können. Helft mir, unsere Landwirtschaft gut zu machen. Eigentlich könnte ich Ihnen sagen, ihr könnt mir mein Erbe jetzt schon auszahlen. Wenn ich meinen Sohn zwinge, hier zu bleiben, dann fällt es ihm nie bei mir. Ich zahle ihm mein Erbe aus, das was ihm zusteht, und dann lasse ich ihn ziehen. Und er hat tatsächlich seinen Sohn, ist zur Bank gegangen, hat Geld geholt, riesen viel Geld, ich meine, das war ein reicher Mann, ja, und hat seinen Sohn aufgezählt, die Hälfte hat er ihm in den Sack reingemacht und hat gesagt, Sohn, hier hast du dein Erbe. Und ich hab dich wirklich lieb, vergiss das bitte nicht. Der Sohn, der wollte natürlich sein Glück haben, Mann. Oh, liebe Zeit, jetzt bin ich rein. Oh, hab so viel Kohle, meine Güte. Hey, wir würden Fußgänger von euch, ich hab Tausende davon. Oh, meine Güte. Ich hab so viel Geld, ey. Ich mach mich jetzt sofort auf dem Acker. Ich teile bei meinem Papa, wo ich immer noch arbeiten muss, da bleibe ich keine Stunde länger. Nein, ich ziehe jetzt in die Welt und dann lasse ich es mir so richtig gut gehen. Ich habe nämlich insgeheim meinen Rucksack schon gepackt, Leute. Ich mach mich jetzt vom Acker hier. Ich ziehe, wisst ihr, ich wohne ja hier völlig auf dem Land, irgendwo in der Pampa, da ist nie was Kleines los. Ich ziehe jetzt in die Stadt und dann feiere ich eine Party nach der anderen. Und es wird so richtig cool werden mit den Partys feiern. Juhu, ich gehe jetzt. Und die haben sich gefreut, kann ich euch sagen. Ich meine, die haben alles bezahlt für die. Ja, und die Frau, die war dem zu Füßen gegangen. Ja, willst du nicht zu mir kommen an meinen Tisch? Kriegst doch eine Kost von mir. Und was weiß ich, was die alles gesagt haben. Ja. Und er hat gelebt, hat sich gut gehen lassen, hat bis in die Nacht hinein gefeiert und Geld ausgegeben, was er hatte, ja, von einer Kneipe die andere gezogen, von einem Hotel ins andere gezogen. Einfach nur, da muss er bearbeiten, ja. Aber er konnte ja nichts anderes außer Landwirtschaft. Also ist er zu einem Bauern gegangen und hat gesagt, lieber Bauer, ich würde gern für dich arbeiten. Ich habe so Kohlendampf, bitte gib mir noch was zu essen. Ich würde für dich auch arbeiten. Der Bauer, ja, ich meine, eigentlich habe ich schon genug Knechte und Mägde. Ich brauche dich eigentlich gar nicht. Aber gut, weil du erbarmst mich so sehr. Weißt du, was du machen kannst? Da drüben, da gibt es eine Schweineherde. Da gehst du hin. Und auf die passt ihr auf, aber Freundchen, wenn du den Schweinen das Futter wegschnabulierst, dann kracht's, verstanden? Ey Junge, ich sehe schon, du hast alles, was ich dir gegeben habe, das ganze Geld, das hast du durchgemacht. Jetzt knie dich mal daher, dir können mal der kleine Tracht Rüben versohlen, das ist das Richtige für dich. Und weißt du, was ich dann mache? Dann stecke ich dich zu den Schweinen da hinten und dann kannst du die niedrigste Arbeit machen, die es überhaupt gibt. Du bist ein elender Lump, hast das ganze Geld durchgebracht und nichts gearbeitet. Ein fauler Hund bist du, du hast nichts verdient. Ja, aber wisst ihr, nach wie der Vater ausschauen kann? Nach ihm, der ist jeden Tag, ist er auf die Straße gegangen, die zur Stadt führt und hat gesagt, hoffentlich kommt mein Sohn endlich wieder. Ich würde mich so freuen, wenn er wieder kommt, wenn er einsieht, dass es bei mir gut hätte. Das wäre so super. Und der Sohn, der kam dann zum Papa und ist vor dem Papa auf die Knie gefallen und hat gesagt, Papa, ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt noch so nennen darf, weißt du, ich habe echt was verbockt, ich habe das, was du mir geschenkt hast, habe ich total versaut und es tut mir echt leid. Ich bitte dich, schenk doch, dass ich einer von deinen Arbeitern sein dürfte.
dass du mich als dein Sohn immer willst, das kann ich ja verstehen, aber mach mich doch zu einem von deinen Knechten, dass ich nicht verhungern muss. Ich bitte dich, Papa. Und sein Vater, der hatte vorhin die Klamotten an, ich meine, der war ja schließlich der Gutsherr, ja. Der hat seinen Sohn hochgezogen, hat ihn in die Arme gedrückt, aber nicht in den Schwitzkasten, sondern hat ihm einen Kuss rechts und links drauf gegeben, ja. Und hat sich gefreut und hat gesagt, Mensch, dass du wieder da bist, das ist das allergrößte Geschenk, ich freue mich so. Und weißt du was? Du hast vielleicht nicht verdient, dass du wieder mein Sohn bist, weil du was ausgefressen hast, weil du böse warst. Aber ich liebe dich trotzdem und du bist und bleibst mein Sohn. Und weißt du, was du kriegst? Komm, wir baden dich erstmal, dann kriegst du ein Festgewand, ein neues, und du kriegst wieder einen Ring, dass du mein Sohn wieder bist. Und dann feiern wir ein Riesenfest, weil ich mich so freue, dass du zurückkommen bist. Dann kann ich immer zurückkommen, so wie dieser Sohn. Und Gott sagt, hey, du hast zwar nicht verdient, dass ich gut zu dir bin, aber ich schenke dir trotzdem ganz viel. Richtig toll, oder? So ist Gott.